Immer wieder werden die Beamten mit Fällen konfrontiert, bei denen unklar ist, wer Opfer und wer Täter ist. Diese Frage müssen sich jetzt auch Stefan Sindera und Heidi Matera stellen. Oh, hey, hey, hey! Warte, Schlüssel. Moment! Kommen Sie rein! Ganz ruhig, ruhig, ruhig! Alles gut! Gut, langsam! Ganz wollen Sie sich hinsetzen? Hey, hey. Rufen den Rettungswagen, ganz schnell in RTW! Oh! Was ist? Hallo? Hey! Sprichst du mit uns? Hallo! Hier ist die... Hey! Willst du dich? Ich guck mal hier. Ja. Braucht ihr Hilfe, ist unterwegs. Ist und nee, er guckt gerade hier. Guck mal, ich habe hier Daten. Guck mal, ob da irgendein Notfallding drin ist hier. Mhm, alles ich klar. Ich hier... Schau mal, ob wir da irgendjemand erreichen können. Oder der Nummer Heidi, hm? Ich guck mal ganz kurz, ob eine zweite Person draußen ist. Ja. Hallo, kannst du uns hören? Hallo, wie heißt er? Wie heißt denn er? Luca. Luca? Ja, also ich hatte ja heute so mein persönlicher Nightmare, würde ich mal sagen. Wir stehen da, babbeln noch ganz cool und auf einmal rennt da einer gegen die Scheibe voller Blut. Ich habe gedacht, was ist Endzeitdrama? Was ist los? Ist der jetzt abgestochen? Stirbt der uns? Also ich habe mich voll erschrocken. Draußen ist niemand? Da steht doch kein fremdes Auto irgendwie. Ich weiß auch nicht. Guck mal, der hat auch keine Verletzungen. Ich sehe keine Stiche oder sonstige Verletzungen. Also wir müssen echt gucken hier, dass wir jetzt da gleich jemanden kriegen. Also er atmet und alles, aber unregelmäßig. Und der hat aber keine Verletzungen, sehe ich an dem. Guck mal. Ah, super. Ey, ihr wart in der Nähe, ne? Komm schnell rein. Guck mal. Das ist wie, als wenn er einen epileptischen Anfall hatte. Er heißt Luca. Wir haben schon probiert anzuschwätzen. Hallo, der Rettungsdienst. Luca? Hallo? Da ist er ja schon wieder. Also es scheint so, als die Schule. Wir müssen. Ja. Wir helfen der Schule. Was ist mit der Schule? Hat dich jemand geschlagen? Luca. Wir haben jetzt bei ihm offensichtlich keine Verletzungen gesehen. Ich weiß nicht, ist vielleicht eine Bauchverletzung? Ich habe ihn jetzt nicht umgedreht. Ja. Kann er sich umdrehen? Kriegst du Luft? Ist okay? Gut. Ja? Hast du Schmerzen, Luca? Hast du Schmerzen? Nein. Luca, was ist los? Hat dir jemand wehgetan? Cornelius-Schule. Die Cornelius-Schule? Ich sag's weiter. Ja. Ja, wir haben den Luca dann in die KTU geführt. Da hat er dann so einen Jogginganzug von uns, von der Polizei bekommen. Das ist einfach nur, wir sichern die Spuren. Es waren ja Blutspuren dran, offensichtlich nicht seine. Und da wird jetzt rausgefiltert, wem gehören die Blutspuren. Neben dem Zusammenbruch machen den Beamten auch die merkwürdigen Ticks des Berufsschülers Sorgen. Darüber kann allerdings die Mutter Aufschluss geben, die kurz darauf erscheint. Hallo. Hallo, setzen Sie sich bitte. Danke. So. Hey Schatz, geht's dir gut? Ja. Hallo. Also wir haben uns halt mächtig erschrocken. Er kam halt hier blutverschmiert von oben bis unten, hat er hier an die Scheibe gekloppt, ne? Und war auch nicht ansprechbar, ist auch sofort umgefallen, also hatte wie so einen epileptischen Anfall. Und hat halt immer gesagt, Schule, ne? Dorthin fahren und so. Er hat Tourette und in extremen Stresssituationen werden seine Ticks immer schlimmer. Hey, Schatz, beruhig dich erstmal. Aber kurz Frage, das ist eine normale Schule, ne? So wie ich weiß. Berufsschule. Berufsschule, aber das ist jetzt nicht irgendwie für Lernbehinderte. Allerdings eine ganz, ganz normale Berufsschule. Ich bin so stolz auf ihn. Er schafft das eigentlich alles, sein Leben so zu meistern, bloß wenn er extrem Stress hat. Ja. Dann kommen die Ticks extrem. Okay. Der Luca saß dann bei mir im Raum, die Frau kam dazu, die Mutter, und hat halt dann auch erklärt, er hat das Tourette-Syndrom. Da haben wir ja so gut wie keine Erfahrung mit. Klar, hört und sieht man das vielleicht mal im Film oder sonst wo, aber dafür sind wir auch nicht ausgebildet. Also ich habe mich auch ein paar Mal richtig erschrocken, weil wie geht man damit auch richtig um? Am besten ganz normal. Ich habe halt probiert, ihn ein bisschen so ruhig zu machen und immer ein bisschen durchatmen. Nimm dir Zeit, vielleicht nimmt es den Krampf weg, den er dabei ja bekommt, ne? Also wie gesagt, er war jetzt blutverschmiert, er hatte aber nichts mehr, hat einen Sanitäter da. Wir haben uns halt, wahrscheinlich hat das ganze System abgeschaltet und er ist umgefallen, ne? Schutzreaktion vom Körper. Er hat aber keine Verletzungen, ne? Wir haben aber jetzt immer noch nicht rausbekommen, was mit der Schule so los ist, ne? Hey, was ist denn los? Also Cornelius-Schule. Ja, da haben wir auch schon jemanden hingeschickt. Da ist eine Streife jetzt, die guckt nach dem Rechten. Aber wo kommt das ganze Blut her? Was ist passiert? Schatz. Ich glaube, der Schuldirektor ist tot. Ich habe seinen Puls. Ich habe seinen Puls angefasst und ich habe nichts gespürt. Der Schulleiter. Hinten im Kapuff drin, wo eigentlich der Hausmeister immer ist. Und da war er drin. Und aber Hausmeisterraum. Luca, als du ihn gefunden hast,
War er da schon tot oder hattest du ein Gerangel mit ihm? Nein, nein, ich nicht. Ich habe ihn angetroffen, habe ihn angefasst. Und ja. Keine Regung, keine Antwort. Ja. Und dann bin ich einfach rausgerannt, weil ich wollte Hilfe holen. Mhm. Aber ich habe keinen getroffen. Und dann bist du direkt hierher gekommen? Ja. Mhm. Der Schulleiter, hat der dir was angetan? Ist der mit einem Messer oder mit einem... Ich habe ihn nur gesehen, okay. Also angetroffen. Und da war das schon. Okay, und... ich weiß nicht, wer das war oder so. Okay, also er war auch voller Blut und du hast ihn angefasst. Alles, und dadurch viel Blut. Ja, hast du das Blut abbekommen? Ja, genau. Zur gleichen Zeit erreichen Tobias Hübner und Paul Richter das Berufskolleg, in dem sich die Bluttat ereignet haben soll. Hallo, guten Tag. Können Sie einmal ganz kurz stehen bleiben, bitte? Ja. Wir müssen zum Berufskolleg. Ja, um was geht's denn bitte? Und zwar ist der Luca Böhm bei uns an der Wache und der ist ganz doll blutüberströmt und konnte letztlich nur noch oder hat einen Hinweis hier auf das Berufskolleg gegeben. Das ist ein Schüler von mir. Ich Ach, Sie kennen ihn? Ja, okay. Ich habe gar nichts mitbekommen. Sie arbeiten hier? Ja, ich bin seine Klassenlehrerin. Okay, haben wir die Möglichkeit, da einmal reinzugehen in die? Ja, ich wollte jetzt eigentlich Feierabend machen, aber... Das wäre wichtig, wenn Sie die Zeit einmal entbehren natürlich, können. Ja? Ich super, natürlich. Das ist sehr lieb, danke. Natürlich. Glücklicherweise sind wir hier vor Ort auf die Lehrerin Frau Friedmann gestoßen, die uns Zutritt zur Schule verschaffen wollte. Auf dem Weg zur Schule ist dann zum Glück uns auch noch der Hausmeister entgegengekommen, der ja nur die Schlüsselgewalt über alle Räume hat, sodass wir das Gebäude in Augenschein nehmen konnten. Was ist das für ein Rucksack hier? Okay. Ey, Paul, guck mal, da ist auch, das ist auch Blut dran. Nicht da ist auch Blut dran an dem Rucksack. Die 1534 hört. Luca Böhm konnte jetzt mittlerweile doch mal ein bisschen mehr aussagen. Und zwar gehen wir davon aus, dass das Opfer Sven Reichert ist. Das scheint der Leiter der Berufsschule zu sein, wo ihr gerade vor Ort seid. Luca hat wohl den Puls gefühlt und konnte nichts mehr an Vitalzeichen spüren. So, der Herr Reichert ist der Leiter dieser Schule. Richtig, genau. Direkt. So, verstanden. Das geht hier weiter durch, ja? Ja, ja, klar. Führen Sie uns bitte einmal weiter. Ja, sehr gerne. Der soll Opfer sein, ne? Ja, kein Vitalzeichen, ne? Es ist... Das ist alles frei, ne? Hier können wir ja. Vorbewegen. Mhm. Ja. Schauen wir hier. Okay. Mit der Tür hier können Sie mal aufmachen? Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dafür einen Schlüssel habe. Die ist schon so lange zu. Ja, wir müssen da auf jeden Fall reinschauen, ne? Also, ja. Das... So, machen Sie alle. Das ist nur der Hausmeister, du bist auch Schlüssel für die Tür. Ja, das Ding war so lange im Auge. Weiß ich also, nicht. Müssen auf jeden Fall reinschauen, sonst müssen wir machen Sie mal die Tür auf, sonst machen wir die auf. Ich guck mal, ob einer der alten Schlüssel da aufpasst. Ja, geht doch. Ja. Super. So, oh. Ach du Scheiße. Gehen Sie mal aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg. Ja. Hallo. Ganz ruhig, einmal atmen. Oh Gott, mir ist schlecht. Ich muss kurz auf Toilette, tut mir leid. Sie sind auf Toilette. Ja, lass sie kurz. Kennen Sie den Mann? Wissen Sie, wer ist unser Schulleiter. Das ist unser ist der Schulleiter? Ja, ja, das ist ja. Der Schulleiter. Alles wird gut. Also die Kollegen vor Ort an der Schule haben den Schulleiter gefunden, der lebt, okay. Aber hat sehr viel Blut verloren. Siehst. Ja, gut. Also siehst du, jetzt ist erstmal alles gut. Naja, alles gut ist relativ. Naja, er lebt noch. Wollen wir noch mal kurz ins Nebenräumchen gehen, dass er sich vielleicht noch mal fassen kann? Besprechen ja. Wir uns noch mal kurz dann. Ja. Und... Aber der Mann lebt, es ist gut, ja. Und wir finden jetzt raus, was passiert ist, ne? Aber erstmal, er lebt, ja, siehst du. So. Was machen wir jetzt? Also ich meine, wenn er das war, dann kriegen wir raus wegen Psych-KG, ne? Wegen Schuldunfähigkeit. Ja, sicher. Oder glaubst du nicht, dass er es war? Es ist mir so verworren, er macht mir schon eine ehrliche Antwort und du weißt, manchmal drückt ja der Schein. Ne? Und man sollte es auch nicht vorverurteilen. Aber das ganze Blut und so, vielleicht ist alles ganz anders, als ich mir denke. Was macht er hier in dem verschlossenen Raum? Kann ich nicht sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke, der Raum ist seit Tagen ab und niemand hat einen Schlüssel. Ja, Tür war zu, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Guck mal nach der Dame bitte. Bring die Leute hier raus. Ich brauche RTW hier. Jetzt mal ganz ehrlich. Sie sagen mir, dass die Tür seit Ewigkeiten verschlossen ist, dass Sie keinen Schlüssel dafür haben. Das ist ja schon. Hab ich ja gerade gemerkt, da war doch noch ein alter Schlüssel dran. Ja, es gibt doch keinen Raum hier im Gebäude, ohne dass Sie da irgendwie Zutritt zu haben. Ja. Manchmal vermiete ich diesen Raum oder verdick den, damit man hier sich mal aufhalten kann. Sie vermieten den Raum an den Schulleiter, oder? Nein, nicht an den Schulleiter. Ja, aber was macht der denn? Erzählen Sie mir, was Phase ist. Ich habe keine Ahnung, was der Schulleiter hier macht. Ich habe keine Ahnung, was der Schulleiter hier macht. Dem habe ich den Schlüssel nicht gegeben. An wen vermieten Sie den Raum? Wen haben Sie den Raum vermietet? Die Marie, die gerade hier war. Die Lehrerin? Die gerade hier war, ja. Wo ist sie jetzt hin? Ja, keine Ahnung, auf Toilette, der wurde schlecht, hat er gerade gesagt. Paul, hast du das gehört? Wo bleibt der Schulleiter? Ist mir doch egal gerade. Ich gucke nach der Lehrerin, ich schicke den Erdbeer hier rein. So, Sie bleiben bitte hier, ja? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, bleiben Sie bitte stehen! Bleiben Sie bitte stehen! Sagen Sie, der Hausmeister hat mir gerade erzählt, dass Sie den Raum gemietet hätten, wo wir den Schulleiter innen drin gefunden haben. Nein, ich weiß von gar nichts und ich werde ohne meinen Anwalt auch gar nichts mehr sagen. Können Sie das Auto bitte einmal aufschließen? Bleiben Sie doch hinter dem Fahrzeug stehen, ja? Können Sie mir dazu irgendwas sagen? Ich weiß nicht, wie die in meine Tasche gekommen ist. Nee, nee, lassen Sie mal, ich brauche Sie nicht anfassen. Das ist eine Schere, eine blutbeschmierte Schere. Und Sie wollen mir erzählen, dass sie in Ihre Handtasche gezaubert wurde? Ohne meinen Anwalt werde ich nichts mehr sagen. Also, Marie Friedmann, ja? Marie Friedmann, ja. Okay, die hat den also anscheinend die da gestochen oder sonst was? Ja, ist auf jeden Fall geständig, ja. Okay, gut, dann würde ich jetzt sagen. Ich bin froh für ihn, ne? Ja. Wirklich, aber helfen. Ja, das ist nicht immer so, wie man manchmal denkt, ne? Also, manchmal muss man um die Ecke denken. Aber jetzt machen wir mal so, wir fragen ihn, was ist da noch passiert? Es muss ja noch was, da muss ja jetzt auch noch ein Mann da gewesen sein. Hat ja gesagt, sie hat sich vergnügt mit noch einem Mann. Wo ist jetzt dieser eine Mann? Vielleicht hat er noch was gesehen und das hat ihn total verstört. Genau, frag mal nach, oder? Ja. Und der buntlustige Schule, ne? Da wäre ich auch gerne mal gewesen. So, also dem Schulleiter geht es jetzt den Umständen entsprechend. Ist klar, der hat viel Blut verloren, der kommt aber wieder über den Berg, ne? Und es hat sich jetzt rausgestellt, dass die Täterin eine Frau Marie Friedmann war. Das ist doch die Lehrerin, von der du immer geschwärmt hast. Das ist doch deine Lehrerin. Das ist deine Lehrerin? Ja. Also kannst du uns sagen? Ich habe seit 3-4 Wochen eine Beziehung. Also eine Affäre mit meiner Lehrerin. Mit Marie? Oh ja, mit der Marie Friedmann. Und mehrmals haben wir uns dort an dem besagten Ort, wo auch der Schulleiter war. Aha. Genau dort haben wir uns getroffen und. Und dann haben wir. Dort unser Spaß gehabt. Okay. Eigentlich ist mir auch nicht so recht von meiner Mutter, aber ist egal. Und dann es ging so schnell und dann kam der Schuldirektor und dann hat sie eine Schere genommen. Okay, gut. Ganz ruhig, nimm dir Zeit. Dann hat sie eine Schere genommen und hat zweimal ungefähr oder mehrmals auf ihn eingestochen. Hat sich erschrocken? Bauchbereich, aber nicht Brustbereich. Ja, also hat sich erschrocken, dass der da war und wollte, dass der nichts sagt, dass und ich bin dann sofort weggerannt. Okay. Wahrscheinlich war das aus dem Effekt. Wahrscheinlich wollte sie es nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist halt passiert. Naja, eigentlich darf sie das nicht. Ja. Mit dir zusammen sein. Genau, sie ist deine Lehrerin. Wahrscheinlich hat sie es auch deswegen gemacht. Ja, aber ich muss jetzt mal trotzdem nachfragen. Sie hat dich aber nicht gezwungen zu körperlicher Aktivität. Also sie hat dich nicht gezwungen, es ging auch von dir aus. Dafür hat er viel zu viel geschwärmt zu Hause. Ja gut, aber man muss trotzdem fragen, nicht, dass da irgendwelche Übergriffe sind. Das war natürlich schon grob fahrlässig, was die Frau Friedmann gemacht hat. Im Grund ist er ein Schutzbeauftragter, ja. Ne? Und sie muss auf ihn Acht passen. Und sie macht jetzt eine Affäre. Der Bub ist auch krank, hat eine schwere Krankheit. Wer weiß, wie er das auch seelisch verkraftet. Und dann nimmt sie das Messer, also das ist so durcheinander. Also ich kann verstehen, dass der Bub fix und fertig ist. Ne?
Die Lehrerin muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie wurde vom Dienst suspendiert. Der Schulleiter hat den Angriff glücklicherweise überlebt.